und ist auf Feiern eingestellt. Die Rot-Weißen empfangen Bremen. Ein Punkt reicht und die Hafenstraße bebt. Aber die Hafenstraße bebt heute schon vor dem Spiel. Herzlich willkommen zum 37. und vorletzten Spieltag in der Fußballregionalliga Nord. Für Rot-Weiß Essen ganz und gar kein normaler Spieltag, denn es ist Endspieltime in Essen. Ein Punkt, ein winziges Unentschieden reicht RWE heute gegen Werder Bremen 2, um das Minimal- und Maximalziel zugleich perfekt zu machen, nämlich den direkten Wiederaufstieg in die zweite Liga. Deswegen wollen wir auch heute gar nicht mehr lange um den heißen Brei rumreden. Die Spieler sollen jetzt Taten sprechen lassen. Ihr Reporter im Aufstiegsendspiel von Rot-Weiß Essen gegen Werder Bremen heißt Marc Schlömer. Für den Verein geht es um den Aufstieg, für den Trainer geht es auch um die Weiterbeschäftigung. Nur im Erfolgsfall soll sein auslaufender Vertrag verlängert werden. Seit einem Jahr ist Uwe Neuhaus im Amt. Die Jobgarantie wäre heute also ein Unentschieden oder ein Sieg. Wie schon zuletzt gegen St. Pauli erneut ein guter Besuch an der Hafenstraße. Über 20.000 Zuschauer bereit für die Aufstiegsfeier. Und die rot-weißen Essener machten gleich einen konzentrierten Eindruck. Da ist sofort die Chance für Ali Bilgin. Der Kapitän der Essener mit schlechtem Timing beim Kopfballversuch. RWE hat sich wie gewohnt auf dieses Endspiel vorbereitet. Das heißt, ein Trainingslager gab es nicht. Die Mannschaft hat sich erst heute Morgen getroffen. Löbe ist da entschlossener als Mohr. Und jetzt hat er den Platz, Alexander Löbe. Nach einem Spiel Sperre aufgrund einer gelb-roten Karte heute wieder dabei, Alexander Löbe. Und in dieser Szene hat er das Pech, dass der Ball kurz vorm Torschuss noch verspringt. Für die Bremer geht es heute ebenfalls um viel, um den Klassenerhalt. Die Gäste sind nur 2 Punkte von der Abstiegszone entfernt. Das ist Polenz und der macht das enorm ballsicher gegen 3 Essener, Polenz und Matskowiak. RWE ist übrigens an einer Verpflichtung von Alexander Bade, noch Torwart des 1. FC Köln, interessiert. Nach einer unterhaltsamen Anfangsviertelstunde passierte dann lange nichts. Die Gastgeber taten sich schwer im Vorwärtsspiel gegen die kompakten Bremer. Der Eckball von Heldermanns ohne Wirkung, doch das ist die Nachschusschance für Stefui. Immerhin. So langsam begann es hier richtig zu regnen, ja zu schütten. Doch Essen machte es sich in der gegnerischen Hälfte gemütlich. Boskovic. Bilgin und letzte Station, W-Lage, aber nichts ist es mit dem 1:0. Holger Wehlager belohnt seine Mannschaft nicht für diese gelungene Kombination. Ruhig und überlegt spielen sie das da zu Ende. Doch Wehlager macht nichts draus. Die Zweitvertretung von Werder ist seit 4 Spielen ungeschlagen und eigentlich in guter Verfassung. Aber heute wirkte das alles zu verhalten, zu schüchtern. Essen mit Wehlager, mit Heldermanns und mit Boskovic nicht gut genug. Der beste Angriff der Liga wurde seinem Ruf in der 1. Hälfte noch nicht gerecht. Das ist Essens sportlicher Leiter Olaf Janssen. Auch sein Vertrag wird im Fall des Aufstiegs verlängert. Bis 2009 soll er dann an den Verein gebunden werden. Und noch vor dem Beginn der 2. Hälfte kamen die Spieler nochmal zusammen. Der Kreis des Vertrauens als Grundlage für den Aufstieg. Aus 23 Neuzugängen hat Uwe Neuhaus den Tabellenführer übrigens geformt. 22 Siege, 66 Tore, kein Team in der Liga siegt und trifft so oft wie RWE. Doch nach der Pause war von Siegeswille nicht viel zu merken. Die Gastgeber traten den Rückzug an. Schon 65 Minuten vorbei. Das ist Bischoff und der mit einem Beispiel für das immer schwächer werdende Niveau dieser Partie. Zwischen beiden Vereinen besteht seit Jahren eine Fanfreundschaft. Und wohl nicht nur deswegen sah das jetzt hier alles nach einem Nicht-Angriffspakt aus. Wehlage hat das Auge für Alexander Löbe, doch Jensen ist schneller. Kaspar Jensen ist momentan Bremens stärkste Kraft. 4 Elfmeter in Folge hat er in den letzten 3 Wochen gehalten und auch hier zeigt er sich absolut aufmerksam. Aber das alles, die Essener Offensivbemühungen, waren nur Nebensache. Wichtig war, dass bei Essen hinten die Null stand. Uwe Neuhaus, die Betreuer und die Ersatzspieler, deshalb schon mal in den Aufstiegst-T-Shirts gekleidet. Und auch die Fans machten sich so langsam bereit für die Party. Als Topfavorit in diese Saison gegangen, hat RWE dem Druck standgehalten und die Erwartungen voll erfüllt. Es blieb heute beim 0:0. Um genau 15.46 Uhr war es dann soweit. Der Abpfiff von Schiedsrichter Fischer.
Rot-Weiß Essen und Uwe Neuhaus am Ziel. Ein Jahr Drittklassigkeit. Damit zu Ende, zur Feier des Tages, wurden die Tore geöffnet. Die Fans durften auf den Platz. Die Spieler versuchten ihrerseits schnellstmöglich in die Kabine zu flüchten. Mittendrin aber zum Beispiel Ali Bilgin, der Kapitän und einzige gebürtige Essener im Team. Heute ein Volksheld. Die Hafenstraße rot und weiß und einfach nur glücklich. Und mittendrin auch irgendwo der Präsident. Nur ein 0:0, aber zum Aufstieg hat es trotzdem gereicht. Was ist das für ein Gefühl? Schon wieder zweite Liga? Ganz herrliches Gefühl. Am 22.05. letztes Jahr sind wir abgestiegen, am 20. Mai wieder aufgestiegen. Jetzt können wir das Thema Abstieg abhaken, nach vorne gucken. Und nach vorne gucken heißt zweite Liga. Wie weit laufen denn die Planungen? Wir sind schon mittendrin, weil wir relativ optimistisch waren. Wir wollen uns sehr, sehr gut vorbereiten, den Kader natürlich auch verstärken. Und anschließend besser in die Liga starten, als wir das beim letzten Mal geschafft haben. Die Mannschaft präsentierte sich dann auf der Tribüne. Rot-Weiß Essen hat den direkten Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und auch Uwe Neuhaus kann man wohl zur Vertragsverlängerung gratulieren. Ja, das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ich sage auch erstmal herzlichen Glückwunsch, Uwe Neuhaus, zum Aufstieg in die zweite Liga. Ja, danke sehr. Sie genießen das Bad in der Menge, die Fans feiern Sie. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ist nicht zu beschreiben. Sie hören es ja selber, es ist sehr viel Emotion dabei. Die Essener haben ein Jahr lang mit uns gezittert, sie haben uns angefeuert, sie haben alles dafür getan, dass wir es schaffen. Und heute ist der Tag, an dem wir allen Emotionen freien Lauf lassen. Dann lassen wir die Emotionen mal kurz außen vor. Die Frage wurde eben noch mal vom Reporter gestellt, Vertragsverlängerung, nur noch eine Formalität für Sie? Eigentlich ja. Wir haben seit mehreren Wochen gute Gespräche geführt. Nur ich habe von Anfang an auch gesagt, dass ich erst die Arbeit erledigen möchte. Und das bedeutet für mich das Ziel erreichen, weil sonst lenkt es ja nur ab. Dann gibt es ja unnötige Kommentare und das ist einer meiner Prinzipien und ich glaube, dass ich damit auch richtig liege. Ja, wir gucken noch mal ein Stündchen zurück, 15.47 Uhr ungefähr, haben wir wunderbare Bilder aus der Hafenstraße. Noch laufen die nicht, da war Schluss. Wo waren Sie da? Ich glaube, ich bin geflüchtet. Schon auf der Flucht, ja. Nein, ich wusste, was auf uns zukommt. Dich dann im Trubel zu verlieren, ja, ich glaube, da weiß man gar nicht, wann man da jemals wieder rauskommt. Aber Sie sind hier und das ist wunderbar. Herr Neuhaus, heute waren über 20.000 hier. Ich glaube, das war Saisonrekord. Was ist das Besondere am Verein Rot-Weiß Essen, außer den Zuschauern? Ja, die Zuschauer sind natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Und das wird Rot-Weiß Essen auch immer ausmachen. Ich kenne noch als Spieler hier sehr, sehr viele Zuschauer, die heutzutage auch noch hingehen. Und wir haben uns wieder gesehen, auch wieder erkannt. Und diese Emotionen, die werden ja vom Vater an den Sohn weitergegeben. Das ist die Tradition, die Rot-Weiß Essen ganz, ganz groß macht. Und ganz, ganz groß hat sie dieses Jahr, diese Saison auch die Mannschaft, nämlich die Spieler selbst gemacht. Wir haben den Präsidenten gehört, wir haben Sie gehört. Wir hören mal, was die Spieler sagen zu der tollen Leistung von dieser Saison. Christian Zenz. Das war ein Augenblick. Überragend, von den Zuschauern, von der Kulisse, sensationell, die beste Mannschaft ausgestiegen. Ja, Mann. Ja. Riesenjubel, was für ein Tag für euch. Florian, was für ein Tag für euch. Das ist unglaublich, darauf haben wir ein Jahr hingearbeitet. Was Geileres gibt's nicht und jetzt wird nur noch gefeiert. Wenn man schon ein Ziel hat in der Saison, ist das natürlich das überragendste Ziel, was man dann machen kann. Die zweite Liga ist es überragend. Jetzt geht es erst richtig los, aber heute haben sich das alle redlich verdient. Sensationell, so viele Fans, wirklich wunderbar. Wie geht die Party weiter? Ich denke, wir fahren gleich in der Ostkurve weiter und dann, ja gut, man weiß ja nicht, wann das endet, aber ich glaube, so früh nicht. Wie viele Männer haben dich heute schon geküsst? Sehr viele, sehr viele. Aber heute finde ich das nicht schlimm. Hört nicht auf den, hört nicht auf den! Ali, Sekunde! Danko, deine Tore waren wichtig für den Erfolg. Alle Tore, alle, von jedem. Eine Mannschaftsleistung, eine Mannschaftsleistung überragend. Was? Was ist das für ein Moment für dich? Überragend! Die Gesang! Also bei der Mannschaft ist natürlich die Hölle los. Uwe Neuhaus, war das eine Riesennummer dieses Jahr oder war das eigentlich nur das, in Anführungsstrichen, was alle erwartet haben, der Aufstieg mit der RWE? Ja, das Ziel ist das eine, das zu erreichen ist das andere. Und ich glaube, dass wir schon was Besonderes geschafft haben. Wir haben insgesamt mit der Winterpause
21 neue Spieler verpflichtet. Mir war von Anfang an klar, dass es nicht einfach werden würde. Nur die Mannschaft hat mir aber immer das Gefühl auch vermittelt, dass wir es erreichen können. Und das ist wichtig als Trainer, das zu spüren. Auch wenn das ein oder andere Mal irgendwo der berühmte Stein auf dem Weg liegt. Aber die Mannschaft hat die allesamt aus dem Weg geräumt.